Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute fermentieren wir Fleisch. Es wird butterzart und hammerlecker. Stopp! Schalte jetzt nicht ab, sonst verpasst du das einfachste und saftigste Kammsteak, das du je gegessen hast. Wir benutzen dafür 1,5 Kilogramm Schweinekamm. Das Fleisch wird in 3,5 cm dicke Scheiben geschnitten. Das ergibt 5 Portionen bei 1,5 Kilogramm Fleisch. Mein Gott, schaut's euch an, wie toll das Fleisch aussieht. Es sollte schon ein gutes Stück vom Metzger sein. Wir brauchen dazu 6 große Zwiebeln. Die Zwiebeln tun wir in Scheiben schneiden und gut zerdrücken. So zerdrücken, dass der Saft rausläuft. Jetzt würzen wir die Zwiebeln mit 18 bis 22 Gramm Salz. Empfehlen würde ich 20 Gramm Salz. Ihr könnt das ruhig ein wenig überwürzen. Ich habe für 1,5 Kilogramm Fleisch 25 Gramm Salz benutzt. Dazu kommt weißer Pfeffer, 6 Gramm, frischer Knoblauch oder Knoblauchpulver. Ich habe 6 Gramm Knoblauchgranulat benutzt. Salz, Pfeffer und Knoblauch gut mit den Zwiebeln vermischen. Dann schichten wir eine Lage Zwiebel, eine Lage Fleisch, eine Lage Zwiebel, eine Lage Fleisch und immer so weiter. Das Ganze decken wir ab und tun das im Kühlschrank für 24 Stunden fermentieren. Das war's auch schon. Ein schnelles Rezept und unglaublich lecker. Und glaub mir, das schöne Wetter kommt bestimmt. Kleine Info, bevor ihr euer Steak auf den Grill legt, entfernt die Zwiebeln. Die Zwiebeln tue ich separat in der Pfanne anbraten. Ihr könnt das Grillen mit dem Schwenker über Buchenholz oder auch auf dem Holzkohlegrill zubereiten. Ich habe es heute wetterbedingt mit dem Opti-Grill gemacht und das ist einfach nur der Hammer geworden. In der Zwischenzeit, wo das Fleisch grillt, braten wir die Zwiebeln an. Du kannst das Fleisch ohne Zwiebeln oder mit Zwiebeln zubereiten. Leute, es ist einfach ein Gedicht. Ihr werdet es mindestens einmal die Woche machen. Das ist ein Träumchen mit so wenig Zeitaufwand. Schaut euch noch den Anschnitt an. Drückt alles, was ihr drücken könnt. Ciao, ciao.